Schulterschmerzen betreffen Rentner, Möbelpacker, Bodybuilder oder Handwerker. Alle gleichermaßen und alle mit einer unterschiedlichen Ursache. Es kommt jemand zu uns in die Sprechstunde und er berichtet zum Beispiel nach einem Sturz über Schulterschmerz. Und dann kommt es als erstes zur körperlichen Untersuchung. Das heißt, wir schauen, wo ist der Schmerz, wo ist die Bewegungseinschränkung, was kann der Patient nicht mehr machen. Und dann kommt es weiter zur apparativen Diagnostik. Das heißt, da wird in der Regel ein Röntgenbild angefertigt vom Schultergelenk, um knöcherne Verletzungen auszuschließen. Und dann müsste man, wenn das ausgeschlossen ist, aber trotzdem die Diagnostik noch nicht abgeschlossen ist, eine Kernspintomographie, also ein MRT, vom Schultergelenk machen, um die Muskeln und Sehnen am Schultergelenk darzustellen und dann eben die Diagnostik zu vervollständigen. Häufige Ursachen beim Schulterschmerz ohne einen Unfall ist eben das sogenannte Impingement-Syndrom, dass wir eine Enge im Schulterdach haben. Häufig bei einem Unfall ist eben eine Verletzung der Rotatorenmanschette, das heißt die Muskel-Sehnen-Ansätze am Oberarmkopf, die Sie brauchen, um den Oberarmkopf anzuheben, also den Arm anzuheben, sind verletzt, eingerissen oder abgerissen. Bei der Rotatorenmanschettenverletzung, Abriss oder Einriss oder dem Impingement-Syndrom nehmen wir die Schulterarthroskopie als Therapie der ersten Wahl. Das heißt, wie eine Kniearthroskopie kann man auch eine Schulterarthroskopie durchführen. Da werden kleine Instrumente in das Schultergelenk eingeführt und so können über minimalinvasive Zugänge diese Verletzungen behandelt werden.